Ich möchte euch jetzt einmal ein Tagebuch, ein Wochentagebuch von mir präsentieren, wie ich in meiner eigenen Detox-Farm sein werde, eine Woche. Wir werden zum Ende nächster Woche, übernächster Woche, es dann online stellen. Ich bin hier jetzt in Grimaud an meinem Hotel. Ich selbst starte jetzt mein Detox-Programm. Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe natürlich auch Gäste dabei, die ich nicht filmen kann, aber ich werde euch ganz, ganz viel von unseren Behandlungen und von unseren Ärzten und von unserem Geschehen, dem Hotel selbst, von den Angestellten zeigen, und ich hoffe, dass euch das gefallen wird. Also bis dann, eure Carmen Geist. Guten Tag. Herzlich willkommen. Dankeschön für Vertrauen. Bitte schön. Also, wir werden, so wie wir es vorher gesprochen haben, starten mit unserem Programm. Das heißt Entgiftung, auch inklusive mit Darmreinigung. Reihenfolge wird das gehen, dann verschiedene andere Behandlungen, auch in Anführungszeichen gesunde Hungerdiät. Dann Osteopathie, manuelle Therapie und Abschluss nach Wunsch oder Bedarf auch kommt dann kosmetische Behandlung. Die Lymphdrainagen sind sehr wichtig, das werden wir alles verordnen. Und wir bitten unbedingt, dann kann man das nennen, Kritik auch ausgeben oder Vorschläge uns geben, weil wir möchten unsere Kundschaft zufrieden haben. Und werden wir versuchen, uns immer auszubessern und versuchen wir uns anpassen an die Wünsche unserer Kundschaft. Ja, okay. Ja. Yes. So, today for lunch, you have a refreshing salad with the green Granny Smith apple and green celery as well. That brings just natural salt. Seasoning with a fresh curry, so also with fresh spices that brings very good vitamins and good fats with olive oil and almonds as well. And on the side you have hummus, which is how you call it? Kisha Hapsen, just made in a cream with olive oil and fresh coriander on top. Wow, this sounds good. Hallo, ich bin die Antoinette Angel. Ich bin Apothekerin und bin hier zuständig für das Detox des Geistes. Und außerdem werden meine Produkte hier angeboten, Antoinette Angels Skin Pharmacy. Mein Name ist Manfred Donet, bin Arzt aus Luzern, Schweiz. Und bin ich für ärztliche Beratung hier während der Detox-Behandlungen zuständig. Mein Name ist Ralf Jungnickel, bin Zahnarzt hier in Saint-Tropez und für die begleitende Zahngesundheit zuständig. Ich bin Peter Holzschuh, auch Arzt, für Behandlung oder für Beratung zuständig, hauptsächlich in Deutschland. Wir sind mehrsprachig, wir können unterschiedliche, nicht nur europäische Sprache, auch russische Sprache, tschechische, ungarische Sprache. Hallo, und mich kennt ihr ja, mein Name ist Carmen Geis und ich bin sehr glücklich über mein Team. Es geht jetzt weiter. Hello, I'm Eli Shiva or Isabel. I am here for Chesu. Hello, I'm Olivier Beau, Heilpraktiker and I do global coaching for detox. Hello, my name is Jenny and I'm here for beauty, aesthetic and massage. Hallo, ich bin Regina und ich mache Darmreinigung. Hallo, ich bin die Jessica und ich leite das Detox und Beauty Event und Farm. Ich habe mich aber immer mehr in den letzten Jahren mit der ganzheitlichen Gesundheit befasst. Das heißt, das Zusammenspiel zwischen Körper und Geist. Und Dr. Holzschuh wird Sie hier begleiten, wenn Sie Ihren Körper detoxen, und ich werde Sie begleiten, um
um ihre Gedanken, ihren Geist etwas zu detoxen. In der Zeit von Multitasking, von Handy, iPad, TV etc. und noch telefonieren, es ist ganz wichtig, dass man nochmal aus diesem Gedankenkarussell einfach aussteigt. Dass man runterkommt, weil unser Hirn ist eigentlich gar nicht dafür gemacht, dass es so viele Dinge aufnimmt, wie wir heutzutage durch die Elektronik auch tun. Sehen Sie hier, hier sammelt sich Gift. Wir kommen dazu und unser Programm, hier sammelt sich Gift und den können Sie nicht einfach entleeren, das Gift. Wir haben zwei Hormone. Es ist nachgewiesen, das ist hormonelle Disbalance im Körper. Ja? Wir haben x Hotels in Europa für Detox und ich höre oft von allen Leuten, dass die sagen, für so viel Geld kann ich zu Hause hungern. Haben die recht auch. Ja? Weil von Hunger kann man abnehmen und kann man auch zunehmen. Und ganz schnell. Also das sind zwei ganz wichtige Hormone, zwischen welchen gibt es Disbalance. Die Leptin, die Ghrelin. Das ist ein Hungerhormon, zur Gruppe einen Leptin, das ist so wie Fett. Ja? Und andere ist etwas Gegenteil, so zirkuliert das alles und wird alles gesteuert vom Gehirn. Sie haben auf rechter Seite Ghrelinhormon, auf linker Seite Leptinhormon. Wenn passiert hier Disbalance, geht in Richtung Ghrelinhormon. Jeder denkt, das ist gut, wunderbar und das ist umgekehrt schlecht. Ja, dieses schlechte Hungerhormon bringt für Gewichtübernahme. Die Leptin, diese Seite, der macht Ihnen keinen Hunger. Das geht alles weg. Aber wenn dieses Balance steht nicht genau auf 18 Uhr, Sie können alle Theorien machen, Sie können machen, was Sie wollen. Sie können zu mir kommen, Fett absaugen. Und wenn dieses Balance funktioniert nicht, dann werden Sie in 3-4 Monaten wieder annehmen. Richtig. Und dann kann man sagen, okay, auf was müssen Sie denn aufpassen? Ist alles gut gegangen? Oder ich hatte schon damals Probleme gegeben? Oder auf was muss ich denn speziell aufpassen? Und dementsprechend, wichtigste ist, das ist schön in der Schweiz. In Deutschland wird mir pauschal bezahlt. In der Schweiz ist es so, man darf dafür bezahlt, was man arbeitet. Das heißt, je mehr ich mit dem Patienten mache, desto mehr bezahlt. Ich werde das auch bezahlt, was ich mit dem Patienten mache. Und natürlich wird noch viel geredet in der Schweiz. Also ich will wirklich Angst haben, sind bei meinen Patienten und bespreche dann mit ihm im Einzelfall immer, was will er eigentlich und was kann ich dort machen. Ja? Dann relative Koordination ist auch die Langzeitkortisontherapie, also die Steroidgabe, speziell wenn man zum Beispiel Rheumerkrankungen hat zum Beispiel, weil das Cortison kann dass die Knochen demineralisieren, das heißt entkalken und gibt wieder Osteoporose dadurch. Und das haben wir vorhin gehabt, die Osteoporose, wenn ich dann diesen Impuls aus der Zeit die Knochen brechen. Dann natürlich, wenn der Nerv kaputt ist, warum auch immer, kann ich auch praktisch die Schädigung verstärken, dass am Schluss ganz gelähmt ist oder so. Das ist ein schönes Bild von ganz allen Muskeln. Habe ich eineinhalb Jahre lang gelernt, alle Muskeln. Und das Skelett. Wie gesagt, man kann jedes einzelne Skelett Gelenk kann man untersuchen. Die meisten, oft sind immer dieselben Gelenke betroffen. Aber wenn man mit gewissen Fingerspitzen fühlt, kann man jedes Gelenk untersuchen und kann dementsprechend auch oft sehr gute Resultate erzielen. To the left. And the other direction. Left side. And left. Right side. Hold.
Left side. Right side. Put the chin forward and roll down. Ja, ihr Lieben, ich bin fast am Ende meiner Detox-Woche. Ich glaube, der liebe Gott findet das ganz traurig und ist am Weinen. Also auch hier an der Côte d'Azur gibt es auch Marien. Aber ich finde es toll, dass unser Detox- und Beauty-Hotel trotzdem Wanderungen anbietet in das wunderschöne Örtchen Grimaud. Oder dass man halt eben Ausflüge machen kann, auch wenn mal der liebe Gott nicht die Sonne scheinen lässt. Schaut euch das an, ist wunderschön. Hi liebe Burner-Followers, um nichts von uns, die Geißen, zu verpassen, abonniert uns genau hier. Komm jetzt, schnell, schnell, ich hab was Neues. Robert!